Hallo und willkommen zurück zu Fish Grow and Feed. Ich lasse den lieben Kollegen da hinten alles machen und hol mir dann den Rest, wenn der einen hat. So wie jetzt, zack, Strom. Da ist irgendwas gelähmt gewesen. Ich hole sie mir auf jeden Fall. So, da haben wir den Geblitzdingst. Der greift mich an, der Sack. Da ist der Geblitzdingst. Komm, fressen. Fressen. Du wolltest mich fressen, mein Freund. So geht's nicht, aber der hat mir gut einen gegeben, aber der hat sich selbst geröstet in dem Moment, wo der in mich reingebissen hat, ne? So, da liegt wieder einer, den wir geblitzt haben. Oh, da hier liegen jetzt jede Menge. Ihr seht, die sind noch nicht lange genug betäubt, aber das kommt noch, wenn wir weiter aufsteigen. Aber hier scheint eine gute Position zu sein. Hier schwimmt uns das Essen sozusagen vor unsere Zunge. Aber der Dings hat mich angegriffen. Aber meine Selbstverteidigung, ich habe ja einmal eine aktive Angriffsfertigkeit und einmal eine passive. Trotzdem haben wir offene Wunden, ne? Ihr seht es da, ne? Da, wo mal eben einer zugelangt hat und gebissen hat. Zack, da bist du betäubt und dann bist du wieder weg. Also so kann man schon jagen, ne? So kann man schon jagen. Da kommt wieder einer. So, dann hatten wir den jetzt schon wieder gleich. Level up, sehr gut. Zack, aber wir haben hier keine Verbündeten und wir sind schon wieder größer geworden. Wir sind schon Level 4. 26 Leben, hallo Freunde. Ich höre aber größere Fische. Aber seht ihr, unsere Bisswunde ist immer noch nicht verheilt. Wir haben also schon im Kampf was abbekommen. Aber das Gute ist, unser Strom, ne, wächst einfach mit. Passt mal auf. Zzt, zzt. Nix, zzt. Warum nix? Zzt? Ach so, ich habe nichts aufgeladen, okay. Zzt. Wenn die so an der Oberfläche sind, ich hasse das, ne? Hast du das, wenn die an der Oberfläche sind? Na, schauen wir mal, was wir da noch haben. Schönes. Zzt. Daneben. Ich hoffe, euch macht das Spiel genauso viel Spaß wie mir. Ich würde gerne jetzt noch ein paar große Fische. Also es wird langsam mal Zeit, uns den großen zu widmen. Wo wir wirklich auch eine Herausforderung haben. Und ein paar so ein Piranha-Nest mal. Gehen wir bei unsere Brüder und Schwester besuchen. Aber auch wenn wir 26 Lebenspunkte haben, ist es nun mal so, wenn mehrere Piranhas an einen rumknabbern, kann es schon gefährlich werden. Ne? Ah, jetzt habe ich wieder aus Versehen gedrückt. Aber ihr seht es hier. Wie macht er sich denn in der Strömung? In der Strömung macht der Aal gar nichts. Seht ihr? Guck mal, ich schwimme gegen die Strömung. Oh, oh, oh. Ich sollte die Strömung meiden, Freunde. Ich sollte die meiden.
Habt ihr das gesehen? Also in der Strömung jagen ist No-Go. Denn ihr dürft nicht vergessen, die Strömung bringt uns ins nächste Gebiet, ne? Wir sind hier noch im Newbie-Schutzgebiet. Wir sind aber gerade mal Level 4 und das Leveln geht nicht so schnell wie mit dem Piranha oder so, ne? Das Leveln geht nicht so schnell wie im Piranha, aber ich finde jetzt auch gerade im Moment keine Fische mehr, die unseren Tag versüßen könnten, außer die kleinen Dinger da. Aber eben hatten wir doch so viele Barsche und was weiß ich, was alles. Muss doch irgendwo mal, wo Kollegen hier am Jagen sind. Da war gerade irgendwas am Jagen. Weg ist er, aber unsere Bisswunde ist immer noch da, ne, Freunde? Die ist immer noch da, die Bisswunde. Vielleicht sollte man mehr Muscheln essen. Wo sind denn die ganzen Piranhas und alles? Wo sind denn sie? Die haben gehört, dass ein neuer Aal in der Haus ist. Und schon sind die ausgeflogen, oder wie? Es tut mir leid, meine kleinen Piranhas, aber ich brauche euch. Ihr jagt wieder ums was. Das hört man immer schön, Dings, ne? Einem Sound. Ah, hier oben am Wasser, glaube ich, bringt mein Dings nicht so viel, mein Elektrik. Ich kann ihn nicht einsaugen, doch. Komm, ich möchte noch ein paar Level hochkommen. Mal einfach zu gucken, was der Aal so kann. So langsam geht unsere Bisswunde weg. Aber ich würde mal gerne ein paar größere Fische sehen. Da hinten wird gejagt. Da sind ein paar Piranhas. Leute, rein da und zack. Ein bisschen Strom machen. Zack, und wieder ein paar Piranhas. Seht ihr das? Level up. Oh, jetzt werden wir aber attackiert. Ja, wir sollten aufpassen. Wir können uns hier ein bisschen satt fressen schon. Da sind wieder ein paar betäubt. Wir fressen die einfach auf. Ihr seht, wir stehen hier drin und wir fressen die einfach auf. Zack. Und jedes Mal sind die betäubt, wenn die uns angreifen oder wenn wir die angreifen. So, da ist wieder einer. Zack, weg mit dem. Ja, und wieder ein paar. Zack. Ah, hier können wir uns richtig schön satt fressen. Also deswegen wissen wir auch, dass wir niemals einen Aal angreifen werden. Wieder ein Gebrutzel, zack. Ihr seht, aus dem ganzen Schwarm ist ein einziger noch übrig. Ja, da sind noch ein paar. Zack, wieder ein paar, die wir gegrillt haben. Sehr gut, wir sind Level 6 schon. Und wir werden immer träger und langsamer. Aber ihr seht, die sind alle betäubt, ne? Alle sind die betäubt. Zack, und wieder. Also können wir uns natürlich ernähren, ne? Aber ich merke es schon, wir werden tierisch träge. Aber wir haben Kampfspuren. Ihr seht ihr ja die riesen Risse hier bei uns drin. Die haben uns schon richtig attackiert, ne?
Wir haben richtige Wunden davongetragen, aber. Na, der Aal ist OP. So, holen wir uns mal die nächsten Fische. Hat der Aal wirklich Gegner? Ich glaube nicht, ne? Wir haben jetzt so ein ganzes Piranha-Dorf ausgerottet. So ein ganzes Piranha-Dorf. Wir warten jetzt mal und schwimmen wieder rein. Obwohl uns fehlt hier wirklich ein Stück Fleisch. Seht ihr das? Wir haben richtig eine abgebrutzelt gekriegt. Aber das waren ja auch 20 oder so Piranhas. Bestimmt die wir jetzt gefressen haben da. Ja, und die sind wie ausgestorben, die Piranhas, ne? Aber unsere Fleisch... Ah, das Spiel ist schon genial, ne? Guckt euch das an, die Fleischwunde. Wir haben also einen richtig, richtig guten Kampf gehabt. Und was wir gar nicht abkönnen, ist die Strömung. Ihr habt es gesehen. Wir sind mehr so hier die Leute, die am... in flachen Gewässern rumirren, so wie hier. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier Nahrung finden. Ne? Irgendwann wird hier keine Nahrung mehr sein. Da oben sind wieder ein paar kleine Fische, kleine Fischis. Einer, der mich angegriffen hat. Oh, unsere Wunde, die sieht echt genial aus. Ne? So, ich würde mal jetzt hier die anderen. Wo waren die Lachse denn und so? Brrr, brutzel, brutzel, brutzel. Ah, da ist der wieder. Ich habe gedacht, der wäre. Zack, alle weg. Na, die geben uns nicht mehr genug zu essen. Wir müssen jetzt wirklich langsam mal andere Gefilde einschlagen. Und ihr seht selber. Nochmal so ein Schwarm hier von den Dings würde mich sehr freuen. Brutzel, brutzel, brutzel. Doch, nicht brutzel. Ich habe gedacht, ich könnte brutzeln. Naja. Ich brauche natürlich Fische, die mich angreifen. Ne? Dann werden die nämlich gebrutzelt. Wir können uns jetzt hier mit so einer 5 oder 4 XP-Muschel zufrieden geben. Die geben uns wenigstens Coins. Ich höre was Größeres jagen. Ja. Na. Geht ihr weg, ihr Scheißfische hier. Das ist meins hier. Dann brutzel ich euch, kein Problem, ich brutzel euch. Auch nur mein München auf meiner Seite schon weggesogen. Level up. Ja, kommt mal. Zack, Strom und dann brutzel, brutzel. Zack, in mein Maul geschwommen. Wir Level 7 sind wir schon. Level 7, Freunde. Ah, hier ging da die Lütze. Ich habe hier gerade einen gesehen. Seht mal, wie langsam wir werden. Schaut es euch an. Wir können zwar kurz mal sprinten, aber wir werden echt übelst langsam.
Oh, wir bluten. Meine Wunde ist weg. Hier oben muss irgendeiner rumschwirren. Da oben ist er. Den wir gegrillt haben. Also Piranhas, jetzt greift nicht nochmal ein Aal an, weil das wird für euch tödlich enden. Also ich glaube, hier in diesem Becken haben wir jetzt keine natürlichen Feinde mehr. Ich will es aber auch nicht riskieren. Ich will auch nicht in die Strömung. Denn wie gesagt, die Strömung bringt uns weiter ins nächste Becken. Wir gucken mal, was wir hier noch Schönes finden. Hier gibt es auf jeden Fall noch diese Lachse und so. Vielleicht haben wir Glück und finden die mal bei der Jagd. Und ihr seht, wie träge wir werden, ne? Wir werden total langsam. Aber wir können ja mal... Also hier ist der auf jeden Fall rechts der Strom. Seht ihr das? Da oben sind auch Fische drin im Strom. Ich will hier nochmal reinschauen, was es hier Leckeres gibt. Vielleicht ist der Tisch ja gedeckt, wer weiß. Sieht aus, es gibt wieder Piranhas. Die haben sich in mich verbissen, habt ihr das gesehen? Na, hier gab es Piranhas. Da sind wieder zwei. Die kommen einfach angeschwommen und wir... Guck mal, jetzt greift er mich wieder an. Und dann kommt wieder meine Fähigkeit und dann... Wir können den aber auch selber schocken. Zack, der ist auch wieder weg. Also, wir sind die wirklich hier am Brutzeln. Ich würde sagen, in der nächsten oder übernächsten Folge werden wir schauen, dass wir dann wirklich ins andere Gewässer kommen. Denn der Aal, der macht sich so langsam zum Killer. Also bis jetzt ist es nun mal so, dass wir Level 7 sind. Höher schon als mit dem Piranha. Und wir spielen auf Medium. Aber wie gesagt, wir werden auf jeden Fall jetzt erst noch ein paar Forellen jagen. Und dann werden wir mal weitersehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, ciao und bye bye.